Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Es wurde erzählt, wenn ein Jahr zum Ende geht und beginnt ein neues Jahr, 12 Tage lang herrschen die Geister. Es gibt gute Geister, gibt auch böse Geister. Aber die Tage sind sehr, sehr mystisch. Kurz vor Mitternacht dürfen wir auch etwas wünschen. Dieser Wunsch geht auch zur Erfüllung. Nicht nur in dieser Nacht dürfen wir etwas wünschen, sondern auch 4. Dezember kann auch ein Wunsch zur Erfüllung gehen. Und diese 12 Tage stehen immer zum einen Monat, 25. Dezember zum Januar, 26. Dezember zum Februar und der heutige Tag, 5. Januar, steht mit Dezember in Verbindung. Und jetzt schauen wir an, was passiert Monat Dezember, worauf können wir vorbereitet sein? Was ist dann das Hauptthema? Dieser Wagen symbolisiert Bewegung. Das kann Sport sein, kann auch Auto sein oder eine Reise. Oft bedeutet diese Karte auch Umzug. Und Dezembermonat ist wichtig, die Zügel selbst in Hand zu nehmen, Entscheidungen treffen, die Richtung bestimmen. Diese weiße Pferd bewegt sich geradeaus ohne Hindernisse. Der schwarze dagegen blickt zurück und das symbolisiert die Vergangenheit und damit bremst die Geschehen. Also wichtig ist Handeln und angstfrei leben, in Vertrauen bleiben, Vertrauen des Fluss des Lebens und genau in die Richtung bewegt sich dann alles. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.